Leute, willkommen zu einem weiteren Unboxing. Unboxing ist immer, ich habe ja gesagt, ich mache es demnächst mit Headset, aber das werde ich nur mit dem Paint with me machen, weil bei der Unboxing muss ich mich ein bisschen bewegen. Also ein neues Diamond Paint in Deutschland Bild. Ich wollte gern eigentlich mir die Tulpe bestellen, aber ich habe gesehen, Nadine macht die Tulpe. Ich will nicht immer dasselbe machen, das ist immer blöd. Und deswegen habe ich mir, ist mir noch was ins Auge gefallen. Das ist mir schon länger am Auge von Diamond Paint in Deutschland. Und deswegen habe ich mir die bestellt. Ich habe mir nämlich diese Rose bestellt. Die orangene Rose. Ich habe sie schon eine Weile. Ich habe, wie gesagt, nicht so die Zeit dazu gehabt, ein Video zu machen, aber ich habe es noch nicht aufgemacht, geschweige denn ausgepackt. So. Dann fangen wir einfach mal mit dem kleinsten an. Das Toolkit. Schiffchen vorne zu. Ein Dreieraufsetzer. Wenn ich mal sogar mehr nehmen könnte. Ja, gut, okay. Wachsplättchen. Also Standard. So. Dann gucken wir mal, was wir das da rausnehmen. So, Pinzette, ist wieder eine gute Pinzette, so Hurkan-like. So, die Farben sind wieder vorsortiert. Nicht so wie bei meinem Wedding-Bild. Also angeblich hat sie ja jetzt neue Steine. Und sie sollen besser sein als die, die sie jetzt hat. Weil die ich jetzt zum Beispiel bei meinem Starship habe, die sind ja schon etwas älter und die haben schon relativ viele Nasen und Löcher. Aber die sollen jetzt, sie hat jetzt wohl den Steinehändler gewechselt. Und ja, sie sehen jetzt mal ganz gut aus. Ja, die Farben sind ja toll. So. Die Rose hat, ich weiß gar nicht, da muss ich nachgucken. Ach ne, muss ich nicht, ich kann ja selber drauf gucken. Die Rose hat wohl, ich glaube, 75 Farben. So, jetzt gucken wir mal, wie das aussieht. Ach, diese. Sie ist nur 45 auf 45 groß, also so groß ist sie nicht. Ich wollte jetzt auch nichts Großes. Ich wollte mal was Kleines zwischendrin machen. So, das ist die Lichte. Und es sind die Aufwärmer dabei. Sehr schön, sehr schön, dass die Aufwärmer dabei sind. Nur eins, oder was? Da fehlt mir noch ein ganzes. Da fehlt ein kompletter Aufwärmer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mal 9. 60. Da fehlen welche. Habe ich so das Gefühl. Ja, mal gucken. Vielleicht täusche ich mich da jetzt auch, aber ich glaube nicht. 169, 300, 31. Okay. Die 400er sind da. Ah, die 700er, der 600er Reihe ist da. Die 700er sind da. Die 800er. Ne, es sieht so aus, als wären sie da. Als wären das alle. Sieht mir so wenig aus. Ich bin was anderes gewöhnt. Okay.
ist alles da. So, dann werden wir mal die Rose aufmachen. Würde ich mal sagen. Sie hat es leider in einem Ganzen gemacht. Sie hat die Folie nicht unterteilt. Ja, ich finde das ein bisschen schade, aber egal. Man kann es sich dazu schneiden, aber die Leute, die das halt nicht machen, für die ist es halt scheiße. Weil sie sich nicht trauen oder was weiß ich. So. Oh, jetzt ist es schon gerissen. Ja, okay. Dann müssen wir was anders machen. Komm, wir machen das anders. Komm schon. Jetzt. Jo, die Rose. So, jetzt haben wir mal auf. Die Rose. Die wird echt schön. Die sieht ja Hammer aus. Also der Druck, den zeige ich euch gleich, wenn ich nicht so ein großes Stück aufmache. Aber so sieht es schon gut aus. Was ich halt wieder ein bisschen schade finde hier am Rand, das zeige ich euch jetzt auch gleich, hat sie wieder zu weit raus mit dem Kleber. Das ist immer ein bisschen scheiße. Ich bleib mit den Steinen schon dran. So. Ja, leck mal was. Ich lasse es zu. So. Ich mache mal da eine Ecke auf. So. Der Druck. Er ist gut. Es ist halt wieder Diamond Peak in Deutschland like, ne? Was mich halt stört, ist hier, das sieht man richtig gut. Der Kleber ist wieder so weit raus. Ja gut, man muss sich halt was drauf kleben. Ich will die Luft rausmachen, weil ich werde es nämlich nicht gleich anfangen zu machen, sondern erst später. Und da sollte der Kleber ohne Lufteinschlüsse wieder zugedeckt sein. Nicht, dass der mir antrocknet, das wäre echt schade. So. Ja, Diamond Painting Deutschland, Rose. Schönes Bild, absolut. Ja, da ist überall noch Luft drin. Die hätte ich gern draußen. Zusammengerollt und weggepackt. Ja, Diamond Painting Deutschland ist ja wie immer eine schöne Sache. Wie gesagt, ich habe ja euch schon gesagt, ich werde an Diamond Painting Deutschland dranbleiben, weil ich ja von diesem Wedding Bild, das Josephine Wall Wedding Bild, ja, nicht so begeistert war, weil die Tüten nicht extra abgepackt waren und mir die Steine umhergeflogen sind. Und ja, ich werde weiter dranbleiben, weil du bezahlst ja auch Geld für diese Bilder. Ich weiß nicht, was habe ich dafür jetzt bezahlt? Ich glaube 32.
oder 29, also irgendwas knapp 30 Euro oder knapp über 30 Euro. Also, da will man ja auch Qualität haben, ist ja klar. Ja, das war mein Unboxing von Diamond Painting Deutschland. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Danke fürs Zuschauen. Bye.